Tut mir leid. An dieser Stelle sollte ich sauer sein. Vor Wut toben, völlig außer mir. Schon wieder hast du meine besten Handlanger ausgetrickst und überwunden. Ich sollte mich darüber ärgern. Und wir sind tatsächlich zornig. Aber du hast offenbar ein Detail übersehen, du kleiner oranger Botenjunge. Da du alle Kristalle gesammelt hast, müssen wir sie dir nur wegnehmen. Fresh Bandicoot, zum letzten Mal, gib mir die Kristalle. Das fand ich im Original deutlich bedrohlicher. Also der Bosskampf hat im Original richtig was. Ich habe den hier schon einmal gemacht, der ist genau gleich. Nur der Unterschied ist hier, was ich hier so ein bisschen gefühlt habe, die Masken sind deutlich langsamer geworden. Das ist einfacher geworden. Und ich habe auch das Gefühl, die gehen hier nicht mehr bis ganz nach außen. Ich nehme mal das zurück. Die gehen vielleicht doch noch ganz nach außen. Und Cortex sollte man schon treffen. Und dann, das finde ich einfacher, den hier in das Loch reinschieben, wo alles eingesaugt wird. Und jetzt achtet mal auf Uka Uka. Im Original wurde er so richtig zornig, immer mehr. Und hier, da fehlt irgendwie was. Also das ist mir auch direkt aufgefallen. Den Bosskampf, kleine Kritik darf sein, fand ich im Original bedrohlicher. Der ganze Kampf fand ich schon bedrohlicher. Was schön dargestellt ist, auf jeden Fall dieser Wirbel zwischen den Beinen, dieser schöne Farbwechsel. Der ist gelungen. Was man auch besser erkennt, ist, wo Cortex die Minen platziert. Kleines Detail am Rande, wo er die Minen platziert. Ansonsten hat sich hier nichts verändert. Was man gleich noch erkennen kann, ist, was ich ja vorhin gesagt habe, die Masken sind ein bisschen langsamer. Und zwar, das erkennt man jetzt gleich bei den Explosionen, dass das deutlich länger dauert. Und es bringt noch nicht diese große Schockwelle mit sich. Ja. Wo es ja richtig irgendwie so richtig Bumm gemacht hat. Ja. Das fehlt ja auch noch so ein kleines bisschen, finde ich. Okay, du wirfst sie da vorne hin. Wo ich nicht mal bin. Okay, die beiden brechen ab und das war der Bosskampf. Das war Dr. Neocortex und das sind die Spurtschuhe. Laufe schneller, indem du beim Laufen R2 gedrückt hältst. Die brauchen wir für die Relikte. Wieder besiegt. Das ist nicht fair. Ich sollte mich wohl an einen schönen großen Strand zurückziehen mit einem schönen großen Drink und einer Frau mit schönen großen Eisbeuteln. Es ist nicht vorbei, Beuteldachs! Es gibt immer noch die Edelsteine! Wir haben noch eine Chance zu siegen! Glaubt ihr wirklich noch daran, dass er eine Chance hat zu siegen? Ja, auch im dritten Teil gibt es positive Aspekte und wir die negativen Aspekte. Und wie bei allen drei Teilen muss ich hier auch wieder die Steuerung leicht, ja, bemängeln. Gerade was mir betrifft, fand ich sehr gewöhnungsbedürftig das Motorrad. Das war mein größtes Problem am Anfang, aber vor allem die Jetskis-Level mit Coco oder auch die Ride-Level mit Pura. Von der Steuerung saumäßig gewöhnungsbedürftig. Das ist auch wieder der größte Kritikpunkt eigentlich an der Geschichte. Die Sprungphysik ähnelt dem zweiten Teil, wie man das aus dem Remake, also vom zweiten Teil erkennt. Da hat sich nicht viel gegeben. Positiv auf jeden Fall, finde ich zum Beispiel, aufgewertet wurden, oder auf jeden Fall optisch mehr dahinter steckt, finde ich zum Beispiel beim Engine-Kampf. Den finde ich immer noch nach wie vor der beste. Der von Entropy, der ist auch besser geworden. Mit diesen Weckern, ja, wie Wick gesagt hat, die einem entgegenkommen. Der Rest grafisch aufgemotzt. Level sind die gleichen geblieben. Die Routen sind die gleichen geblieben. Positiv, was ich finde, ist die Steuerung der zwei Fluglevel. Ja. Mit Coco, also Level 17 und Mad Bombers.
Level 24. Das finde ich richtig geil umgesetzt. Also da muss ich echt den Hut ziehen. Da ist die Steuerung in meinen Augen echt besser als im Remake. Es wirkt schneller. Es wirkt auch leichter. Und das finde ich echt ein gut. Das finde ich der positive Aspekt an dieser Steuerung. Das heißt, die Steuerung grafisch kann man nicht viel sagen. Wer die Originalteile kennt, es ist eigentlich wie im Original. Ja, es ist wie im Original. Von daher will ich eigentlich nur zu bemängeln, gibt es die Steuerung nach wie vor. Dass du da immer wieder reinkommen musst. Aber ansonsten passt das eigentlich. Und das waren auch dann die Credits. Cortex besiegt und jetzt gehen wir natürlich. Der rennt hier gar nicht, alles klar, okay. Wir gehen natürlich jetzt auf Zeitenjagd, auf Goldreliktzeit. Und zwar, wir fangen natürlich wieder chronologisch an im ersten Level. Und mit den Laufschuhen, ja, gehen wir natürlich jetzt schneller und sind wir auch schneller. Das ist ja der große Vorteil daran. Ich weiß jetzt nicht, was ich hier für Gold brauche. Allerdings gehe ich davon aus, dass ich das packe. Also mit den Rutschschuhen sollte das echt kein Problem durchgehen. Das hat Zeit gekostet. Das hat dicke, fette Zeit gekostet. Tschüss. Masken nehme ich mit. Möchte aber da am liebsten rutschen. Ich glaube, wenn man rutscht, ist man auch bei den Zeitkisten schneller. Ja, super. Das war jetzt auch nicht so geplant. Das war knapp. Weg mit dir. Sollte reichen. Das sollte reichen für Gold. So, die Zeit wird natürlich gestoppt, wenn man den Warp Room wieder betritt. 45. Keine Ahnung, was man für Platin braucht. Interessiert mich auch nicht. Ich bin ja nicht auf einer Platinjagd hier unterwegs. Trotzdem kann ich euch zeigen, was natürlich Platinzeit ist. Das muss ich mir ein bisschen angewöhnen, dass ich L1 vorher drücke. Warte, es interessiert mich jetzt mal. Die Bestenliste 44.03. Die Sekunde habe ich bei der Einstelle circa verloren. Das zweite Level setzt eine 1.10.90 voraus. Alles klar, der beste 44. Was war es jetzt? 1.4, oder? Ich glaube, es war 1.4. Die Maske möchte ich gerne mitnehmen. Genau, damit ich die gleiche wieder verliere. Jo, und aufgespießt werden oder aufgefressen werden. Okay, man muss auf jeden Fall hier auf jeden Fall. Mit Quadrat kommt man hier auf jeden Fall schneller vorwärts. Ah, oh, die erste Zeitkiste schon verpasst. Okay, ist das jetzt schneller, ist jetzt die Frage. Okay, also ja. Was ich auf jeden Fall sagen kann, was schneller ist, ist mit Kreis. Und zwar deutlich schneller. Oh Mann, Steuerung. Gibt es hier einen Super-Akku bei den Leveln? Ich glaube nicht. Okay, die Kiste war wichtig. Ja, der Rest nicht. So, das Ding ist... Boah, Crash! Okay. Ja, hier gut, hier ist man gezwungen zu... wie schafft man denn das hier bitte in 48 Sekunden, das Level? Okay. Okay, ich habe schon Probleme mit... Alter, hoch mit dir, Junge! Ich drück nach oben, du gehst nicht nach oben. Was ist denn das? Alter! Alter, ich drück nach unten! Okay, da habe ich mich jetzt leicht verarscht gefühlt. Ja, nur Saphir. Ich drück nach oben und nach unten und der macht das nicht. Unfassbar, echt.
Gut, mit Saphir will ich mich jetzt aber nicht zufrieden geben. Was ist denn nochmal Gold gewesen? 1,10! Oh! 1,10 ist ja locker drin. Jo, alles klar. Also 1,10 ist drin. Halt, 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 halt. Ne, so viel muss sein. Die 2 Sekunden sind wichtig. Oh, das war jetzt super. Mein Gott, Crash! Alter, du brauchst manchmal lange Crash. Zack, 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 zack. Oh. Zack. Weg, weg. Gas geben. Okay. Gut, hier gehe ich mit Absicht den etwas längeren Weg. Schneller, 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 schneller. Wir haben keine Zeit. Ich sagte, wir haben keine Zeit. Ja, komm. Nimm die Mist. Danke. Scheiß drauf, scheiß drauf, scheiß drauf, scheiß drauf. Jawoll! Platin! Oh, geil! Platinjäger, oder was? Mich würde es gerade mal die Platinzeit nochmal interessieren, weil unter einer Minute. Es war jetzt auch nicht schwer. Muss ich auch mal dazu sagen. 1,3. Da bin ich noch 4 Sekunden drüber. Oder bin ich stolz auf mich? Da bin ich echt stolz auf mich. Ja. Dass ich das gepackt habe. Dafür wird das jetzt um einiges schwerer. Das weiß ich jetzt schon. Das weiß ich jetzt schon. Dass das schwerer wird. Oder auch nicht. Den wollte ich mit Absicht mitnehmen. Genau, damit ich hier noch was verlieren kann. Das sieht nice aus. Okay, die Sekunde habe ich jetzt nicht bekommen. Da war keine versteckt. Nice. First try, Fragezeichen. First try. Hier wird die Zeit gestoppt. 17:42. Oh, für was reicht denn das? 17:42 für Gold. Ich sag Gold. Platin? What the fuck? Okay. Bitte was? Okay. Das war einfach. Im First Try Platin. Was war die Platinzeit? Das war einfach. Was ist die Platin? Zeit. Okay, knapp 18:10, ne? 18:10, okay. Der Beste in 11 Sekunden. What the fuck? Okay. Das sind nochmal 6 Sekunden. Was haben wir hier? 1,40,20, okay. Wir machen erst die Zeit und dann machen wir den Edelstein. Ja. Okay, da muss man springen, da ist man sonst zu langsam. Zum Glück kenne ich das Level so gut wie auswendig. Was ich auch sagen kann, ist, der springt weiter, wenn ihr sprintet. Also das macht die Steuerung dann nochmal etwas angenehmer. Ja. So,
So, bitteschön, los geht's. Weiß jetzt nicht mehr, was Platin war. Kann man hier drüber laufen? Jo. Gut, da haben wir auch gleich was verloren. Ah, will ich nicht wissen, ob da irgendwo eine Zeitkiste ist. Hier ist eine. Das nimmt der Dino für mich mit. Jo. Nimmt er auch für mich mit. Hier war gerade irgendwo, oder hier waren irgendwo Nitro-Kiste. Ja, genau, hier die. Okay. Reicht für Gold. Alles klar, reicht mir. Okay, wie viel fehlt da für Platin? Das ist meine Frage, wie viel fehlt da für Platin? 1,21,18 ist jetzt nicht gerade langsam. Platinzeit ist eine geile Zeit. Was ist Platin? Nein! Ach, wisst ihr was? Den Ehrgeiz habe ich jetzt. Das ist ja ein Witz. 18. Oh, 1800 ist aber. Wir machen es jetzt nicht. Ich habe gesagt, wir wollen erst den Edelstein holen. Das ist ja gar nicht. Das ist lächerlich. Also bisher muss ich sagen, wenn ich hier eine Platin-Challenge machen würde, ey, im dritten Teil, echt. Die Kisten brauche ich nicht mehr in Edelstein haben, es ist nur dieser, ja, eine Edelstein, der mir da fehlt. Das Leben nehme ich mit. Komm, nehme ich den Checkpoint ruhig mit. Was soll's. Bevor ich dann nochmal in diesen, ja, Geier da reinfliege oder was das darstellen soll. Das macht es auf jeden Fall angenehmer, durch diese Lava-Abgründe zu springen. Boah, das mich regt das auf. Das ist nicht mal 2 Zehntel schneller und das ist locker gereicht. Die kann ich hier schon liegen gelassen haben, die, ja. Da lege ich mich schon fast fest. Boah, das war dämlich. Und unnötig. Bitte, was? Okay, der hat mich erwischt. Nehme ich mit Humor. Das ist deutlich langsamer. So, hier haben wir den roten Edelstein gebraucht. Und jetzt gehen wir hier drauf. Ja, genau, für so eine Dino-Jagd ist das. Ah, hier gibt es die Metall-Checkpoint-Kisten. Hoppala. Ja, und dieses Gras, das könnte auch schon die entscheidenden Zehntel aus. Ich kenne das Level nicht. Ich kenne den Bereich nicht auswendig. Der ist auf der Kiste, auch interessant. Ich mag aber kein Risiko ein. Ich gehe kein Risiko ein. Rennt nur hier rum. Ja, rennt nur hier rum in die Lava direkt rein. Okay, das war jetzt die dritte Lava, die danach kommt. Klar, die Edelsterne könnt ihr schon natürlich... Gut. Ihr müsst im dritten Warpraum drin gewesen sein. Gerade auch für die Abgründe hier, so beim zweiten. Und zwar... Hier war das... Und trotzdem laufe ich da rein. 25 Leben habe ich ja noch, die ich noch verbraten kann. War knapp. Ah! Habe ich vergessen. Da waren es noch 24. Man kann es jetzt eigentlich leicht merken, nach dem Ding hier. Und nach dem Ding. So. Okay. Checkpoint, oder? Ja, war klar. Boah. Da brauchst du eine gute Reaktion, echt.
Okay. Alles klar. Ich weiß gar nicht, warum ich hier so renne. Oh, das war jetzt mehr Glück als Verstand. Okay. Alles klar. Am liebsten würde ich heute gar nicht aufhören. Boah. Ja, genau mit dich durchgesprungen. Oh, was ist das für eine fiese Falle, echt? Ganz fiese Falle. Oh, Spiel. Fall ich da wieder auf den fast auf denselben Trick wieder rein? Okay, ist der Baumstamm. Dann hier mittig springen. Dann Geier mit Abgrund. Dann Gras. Dann wieder Abgrund. Hier ist der Abgrund und hier. Da mittig durch. Glück gehabt. Ah, Ende, jawoll. So, versuch nochmal Platin oder nicht?